Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen American Truck Simulator Video. Ich stehe noch bei Garg in Omaha und ich versuche immer noch das neue Abladefeature zu bekommen. Deswegen probieren wir es jetzt einfach weiter. Ich muss auch nochmal tanken. Wir schauen mal, wohin die Reise jetzt von hier aus geht. Boah, Aliens, na. Das Ding ist. Was wäre denn Aliens? Oh, wäre auch wieder Flavor Fair. Flavor Fair ist halt schon im Bereich des Möglichen. Nach Valentine kann es auf alle Fälle nicht gehen, also dass es halt dort möglich ist. Ich probiere einfach nochmal Lincoln. Mit Sojabohnen. 46.000 Pfund. Einfach, weil wir jetzt dann auch das erste Mal da sind mit. Oder ohne dem zufälligen Stellplatz. Wodurch die Chance ja zumindest ein bisschen größer ist. Denn es gäbe ja zumindest vom Prinzip her zwei Orte, wo es möglich wäre. Dass man dort auch entladen kann. Mit Luken aufmachen und so weiter. Und ja, ich habe jetzt einfach mal wieder, wie gesagt, die beiden Spiele auf die SSD gepackt, wo auch Windows drauf ist, weil wir sehen können, jetzt die einzigen Gruppen, die jetzt noch sind, sind halt, wahrscheinlich auch davor schon nur, wegen der Grafikkarte. Und das ist auch ein Ding, was ich da, wie gesagt, wie ich im ATS, im ETS 2, wie du im letzten schon gesagt habe, was, worum ich mich dann in Kürze kümmern kann. Turn right. Aber bisher ist zumindest, okay, von diesem kurzen Fahren her, lenkt es zumindest genau dann, wenn ich lenken will. Oder bremse, wenn ich bremsen will. Ich würde meinen, haben wir jetzt 14 Meilen. Zur Flavor Fair. Ah, okay, ja, wir werden aber schnell auch wieder beladen werden. Das dürfte ja wieder bei dem Aalsilo sein. Deswegen habe ich so lange gewartet und bekomme jetzt die Ampel nicht. Ja, ich bin definitiv zu weit vorne, aber das habe ich auch gewusst, als ich dann gemerkt habe, dass ich nach vorne rolle. Und wie man sehen kann, wir sind schon ein bisschen drüber, ne? Wir halten den Verkehr hier auf. Wir warten brav. Bis ich ab bei grün schalte, damit wir losfahren. Go straight. Caution. Please mind the speed limit. Stay right. Ach ja, diese Ampelphasen hier wieder. Stay right. So, den Hof, den kennen wir mittlerweile. Da waren wir jetzt auch schon einige Male. Ich muss aber nicht mal woanders laden, kann das sein? Gar nicht hier vorne? Oder vielleicht doch?
Dann nehmen wir diesen Weg diesmal. Von Offroad hin. Okay, doch. Diesmal den Shortcut genommen. Und ich sollte unterwegs noch mal tanken. Denn die Sojabohnen, die wiegen ja ein bisschen was, die Masse. Drive safe. Gut, dann fahren wir den alten bekannten Weg in der Z80 hoch und dann nach Lincoln. Haben wir unterwegs eine Tanke? Wäre ja super, aber unterwegs ist sie nicht, sie ist nur wieder abseits, deswegen müsste ich wirklich jetzt mal abseits fahren. Oder haben wir in Lincoln eine? Nee. Na doch, da hinten, aber... Gute Frage. Ich glaube, wir machen jetzt mal einfach sicher jetzt den Absteiger vor allem. Den, die kleine Detour. Und tanken jetzt auf diesem Wege. Ich wollte gerade kurz sagen, Aufliegerschaden, gar kein Problem, ist ja nicht meiner, aber ist ja meiner. Geht's wieder auf die Bahn. Stay left, then turn left. Turn left. Ich weiß ja gerade nicht, ich gucke jetzt einfach mal nach, wie viele Videos noch quasi noch offen sind, die ich jetzt noch hier auf der Platte habe, bevor ich mich ans Ding setzen kann. 1, 2, 3. Ja, ist ja super. Nur noch 3 Videos. Sprich, roundabout 3 Tage. Okay. 3 Tagen hätten wir Donnerstag. Okay, das heißt, ab Freitag kann ich dann sogar. Perfektes Wochenende. Kann ich Freitag, Samstag, Sonntag gucken, was für Bluescreens hier am Rechner sind. Und kann den dann Anfang nächster Woche dann hintragen. Then exit right.
Oder ich bin so smart und organisiere irgendwie noch vorne irgendwie eine Art Bollerwagen oder so. Und da werden auch mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Keine Blumenerde auf dem Fahrrad, Sattel transportieren. Dann können auch die Kisten hier wieder weg. Muss ich mal gucken. Ich bin da gleich bei Famila in der Nähe. Ich frage mich, ob Famila sowas hat. So, nach der Abfahrt muss ich raus zum Tanken. Stay right, and then exit right. Exit right. Da werde ich gleich wirklich mal gucken. Also bevor ich los dackel. Stay left. Ob die da irgendwie was. Zumindest online geschehen haben. Raus. Also wir wollen nicht raus, wir müssen raus. Einmal tanken. Stay right and then continue straight. Und da haben wir schon das Speed drauf gehabt. Hier sind wir wieder. Never mind. I'll find a new route. When possible, make a U-turn. Nee, ich tanke erstmal. Dann kann ich von mir das U-Turn machen. Stark eingegangen. Okay, let's find a new route. Beim letzten Mal haben wir gepennt, diesmal müssen wir hier Wege aufnehmen zum Tanken. Oha. Das ist ja auch nice. $3,66. Insgesamt $1,030 für 281,53 Gallonen. Und wollen wir die restlichen 60 Meilen oder so? Okay, 50 Meilen. Wir zurücklegen. Nach Lincoln und hoffen, dass wir zufällig einen Abladeort bekommen. Also was heißt zufällig? Nicht zufällig, zufällig, aber dass wir die Auswahl haben, den Drop-Off zu bekommen, den wir wollen.
Stoppen, da kam ja nichts. Kriegen wir auch diesmal kein Knöllchen, weil wir drüber fahren. Ja, wir haben da gestoppt. Aber schon mal gut, dass das Tanken jetzt auch wieder vom Tisch. Gestern auch mal einmal über den Platte River und dann sind wir auch schon in Lincoln. Also gestern noch nicht über den Platte River, aber jetzt. Stay right. Then exit right. Okay, hier sind wir schon raus. Oh. Stay left and then turn left. Turn left. Das hat ja noch mal gerade geklappt. Das ging ja gerade mal gut. Bei wenigstens die Mutter Schafe zahlen müssen. Stay right. And then exit right. Exit right. Caution. Please mind the speed limit. Das muss man ausrollen. Ich bin ja eh gleich links ab. Get ready to turn left. Caution. Please mind the speed. Muss ich ja eigentlich schon mich erstmal wahrscheinlich umschauen, wohin ich vielleicht. Also, bevor ich abliefer oder gucke ich vorher nach oder. Ich weiß gerade gar nicht, kann man das abbrechen? Also hier vorne auf der linken Seite, also hier gleich rechts auf der linken Seite, da ist ja auf jeden Fall ein Drop-Off-Punkt, wo man zumindest, aber das Ding ist, es halt nicht. Das Ding ist ja nicht in der Mitte. Ich muss eh pennen. Ich muss aus dem Service fahren. Also ich habe mal einmal hier vorne quasi geradeaus links. Da ein Punkt, wo wir hin könnten. Und hier vorne ist ja auch einer. Ja, super. Ist ja natürlich klar, dass wieder. Ach, Alter. Wie spät haben wir es? 14:32. Okay, man könnte abbrechen. Da will ich nicht hin. Da will ich auch nicht hin. Und da will ich eigentlich auch nicht hin, oder?
Doch, da will ich hin. Sehr schön. Hier wollen wir hin. Hoffentlich, vielleicht, glaube ich. Jawohl! Das Warten am Ende, wir schaffen es endlich. Ist jetzt die Frage. Wir fahren ja einmal über die Waage rüber. Wir können ja mal wiegen und mit den Papieren vergleichen, ob auch genügend drauf ist, also so viel drauf ist, wie sein soll. Und dann. Hallo? Okay. Ich war gerade verwirrt, da muss ich vorwärts gehen. So. Dann wollen wir mal rein. Was? Also, es ist immer noch nicht da. Also. Schön. Sag doch einfach, die ist nicht da. Okay, toll. Es ist einfach ein Abladepunkt, ich merke. Einfach kein Glück. Und da ist das Internet wieder da. Hat nur 3 Minuten gedauert. Aha, ausgezeichnet. Zufrieden bin ich aber nicht. Also einiges ist nicht mal zufriedenstellend. Sojabohnen von Omaha nach Lincoln geliefert, Gefahrenstrecke 126 Meilen, Dauer 24 Minuten, Verbraucherkraftstoff 19 Gallonen, erledigte Überlaufverkehrsaufträge 189. Das heißt, beim nächsten Mal können wir auch ganz getrost irgendwie, keine Ahnung, also jetzt nicht unbedingt nach Lincoln zum, nicht nach Valentine zum, wie heißt das, zum Sophie-Auktion fahren, sondern wir können so genau, ich war jetzt zur Werkstatt hier fahren und auch hier pennen. Sondern wir können auch wieder nach Aliens fahren oder weiß der Geier was. Wir können wieder alles probieren, weil Omaha gibt's nicht. Geht's nicht. Valentine geht's auch nicht, also soweit ich mich erinnere. Lincoln würde es ja eigentlich prinzipiell gehen, aber nö. Und jetzt hier zum Beispiel. Deswegen suchen wir uns mal einen neuen Ort aus, würde ich sagen. Ist ja schon belastend. Aber ich glaube, zur Abwechslung werde ich dann einfach beim nächsten Mal einen Spezialtransport fahren. Einfach, wie gesagt, zur Abwechslung. Ist ja ein Stellauftrag, das heißt, wir werden hier weiter stehen bleiben. Und ich fahre jetzt gerade komplett falsch. Ich dachte, das würde hier lang auch gehen. Ja, geht auch hier lang. Ne, geht nicht hier lang. Belastend. Make a U-turn. Manchmal sollte man doch aufs Navi hören. Go straight. Ja, wir gut, flitzen wir erstmal dahin. Bei der Farmersbahn ist es ja, glaube ich, auch nicht möglich. Ah, vielleicht. Da vorne eventuell. Hier vorne auf jeden Fall nicht, aber da hinten wäre es möglich. Und da eventuell auch. Okay, also Farmers Barn in Lincoln würde auch noch gehen. Aber nicht Flavor Fair in Lincoln.
Das muss ich mir versuchen zu merken, über die nächsten paar Wochen. Hier muss jemand geradeaus, man kann da auch von mir aus fahren. Dann reparieren wir die Mühle nochmal. Und hauen uns dann das Ohr. Fahren wir jetzt auch mal durch Lincoln durch die Innenstadt. So, ja, durchs Tau, ja, Innenstadt, ja, passt. Das erste Mal, dass ich geblitzt worden hier, wo ich flitzend irgendwo hingefahren bin. Go straight, and then stay right. Stay right, and then turn right. Interessante Laternen. Caution, please mind the speed limit. Sehr schön, das Team hat sich kaputt gemacht. Nee, die ist rot. Muss hier links. Turn left. Erstmal zur Garage und dann hauen wir uns hin. So, einmal reparieren. Dann mache ich alles für $270. Oh.
Schnell aus dem Leben, Kollegen. Und damit bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder hier vom American Truck Simulator oder vom Euro Truck Simulator 2.